Hallo Jungs, wir sind hier jetzt wieder zurück. Neuer Tag, neues Glück. Wir holen uns gerade unser Auto zurück. Wenn ihr wollt, dass ich euch das ganze Ding mal vorstelle. Danke. Check out. Ja, willkommen back. Yes. Danke. So, das hier ist unser Auto. Wenn ihr möchtet, dass ich euch das mal vorstelle, das kann ich mal machen. Vielleicht mache ich es auch heute noch mal schauen. Aber jetzt müssen wir erstmal schnell los und den Herren IZI abholen. Und der war dabei der Messe. Ich glaube, ich zeige euch heute noch das Auto. Hier schon mal so ein kleiner Sneak Peek. Hier haben drei Reihen. Ganz da hinten sitzt der Mann alleine. Ne, dahinter dir ist der Kofferraum. Ist ein fettes Auto, das habt ihr ja schon im allerersten Video gesehen. Aber jetzt fahren wir ja schon mal los. Dann hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo den Herrn IZI finden. Ich fahre ohne Navi dahin. Ich glaube, wir müssen nämlich nur hier rein und rechts, dann wieder rechts und fahren wir wieder durch. Eigentlich müsste es irgendwo hier sein, aber ich habe keine Ahnung wo. Meine lieben Jungs, da ist er hier, IZI. Wie geht das hier auf? Unser Auto ist ja hier bestimmt Sicherheitsvorkehrung. Ich bin gerade geflogen. Wie, hast du denn das gemacht? Ja, das ist so ein Fliegeding, ne? Und dann bist du einfach so fly. Ich war fly am Sein, ja. War richtig krass. Ja, hallo. Hast du mir einen Euro? Nee, für dich habe ich das nicht. Können wir mit euch fahren? Hi Felix. Können wir vielleicht mit euch fahren? Schaut mal hinten rein, ja. Können wir vielleicht mit euch fahren? Zahlt ihr auch was vielleicht? Ich bin Uber-Driver. Oh, die haben so schöne Gesichter. Ich kann ja bei meiner Bahn haben. Ja, nee, dann nicht. Mein Felix! Ja, auf die habe ich keinen Bock, wir fahren, okay? Guck mal, ich bin geflogen. Da, guck, da war ich am Fliegen. Ich kann dir gar nicht aufmachen. Sam, hast du die Blume da für mich gepflückt? Ja, der war schon. Geh das darf mit. Bitte schön. Danke. Oh, schau dir das an, die ist kaputt. Oh, unsere Liebe, sie ist zerbrochen. Okay, Leute, seid ihr jetzt alle bereit? Ja. Dann schalten wir mal das ganze Ding hier wieder in Vorwärtsmodus. Und dann geht das, glaube ich, los jetzt. Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ja, ich mach das gerne für euch. Busfahrer, arme Sau, du musst fahren, wir sind blau. Ladies and gentlemen, we are reaching our destination, Citadel Outlets. I hope you had a good drive. And you're happy now. Please rate 5 stars. Yeah, please rate 5 stars. Okay. Ist okay? I rate 4. What? I rate 4 stars. No. No. Why no? No, 5 stars. 4 stars. 5 stars. 4. 5. 4. 4 and a half. 5 guys. 4 and a half maybe. 5 yeah. Guys. Yes. 4 and a half. If you make it 1 euro billiger. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in der Citadel Outlets, wo wir auch schon letztes Mal beim Kelly Trip waren. Da habt ihr alle möglichen Geschäfte. Da könnt ihr jetzt reingehen, verschwinden, könnt ihr einkaufen, den Konsum frönen. Ja. 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 Ich muss jetzt mein Video schneiden. Macht's gut. Vielleicht sehen wir uns nochmal irgendwann. Aber ich wünsche dir viel Glück. Danke. Okay, shit, Leute. Ich habe die ganze Zeit geschnitten. Ungefähr 2 Stunden waren wir jetzt hier, knapp 2 Stunden. Die anderen waren einkaufen, wir sind verabredet, uns beim Auto wieder zu treffen. Aber wo ist unser Auto? Ich habe keine Ahnung. Ich bin zu spät, ich will auf gar keinen Fall hier irgendwie zu spät da zurückkommen, denn das habe ich versprochen. Mal schauen, ob ich noch finde. Okay, wie es aussieht, bin ich der Erste beim Auto. Sebastian, ich glaube, das ist unser Auto hier. Der Steve, ich stelle euch den nachher noch mal genauer vor. Und ich bin Erster. Es ist niemand hier. Das ist der Wahnsinn. Da hinten stehen die Jungs. Wir waren um 17 Uhr beim Auto verabredet. Ja, wir sind da. Nee, da ist das Auto, mein Lieber. Ich war alleine da. Es ist ja auch 17 Uhr 1. Ah, und ihr wart um 17 Uhr da, oder wie? Ja. Ich glaube, ich war wirklich 100% pünktlich. Zum allerersten Mal in meinem Leben war ich pünktlich. Lena, ich habe 2 Badehosen gekauft und kostenlos eine Sonnenbrille dazu bekommen. Oh, kann ich eine Badehose davon haben? Weil ich habe keine mit und ich würde gerne gleich baden, weil wir wollen die Sache zerfahren. Klar. Ja? Ja. Wenn die dir passt. Nee, mal schauen. Das könnte ein kurz sein, glaube ich. Aber ich glaube... Das Oberteil. Das darfst du nicht zahlen, Lena. Das Oberteil. Das ist nicht geschenkt. Wir sehen ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das darfst du erst zeigen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Das heißt am Samstag. Alles klar. Du läufst am Auto vorbei.
Ciao. Ja, ich kann nicht auf, Manni. Wir sehen, ich habe beide Hände voll. Ja, ja. Tut mir leid. Hier bleiben, ne? Colorado habt ihr. Und das alles geschafft? Ist das überhaupt unser? Ja, das ist der Panzer, das ist der größte Panzer hier, das ist der. Echt von Colorado für den Moment. Sag nicht, dass Steve ein Panzer ist. Steve ist ein sehr friedlebiges Auto-Ding. Aber Leute, wenn wir schon mal dabei sind, Leute, das hier ist Steve. Palle, wie hat Steve überhaupt seinen Namen bekommen? Den hab ich ihm gegeben. Aber wieso? Ja, er wirkt wie so ein Steve. Guck ihn doch mal an. Leute, das ist unser Mietwagen, der Steve. Ist ein silberner, großer Geländewagen-Ding. 8 Leute passen rein, hat sich heute gezeigt, dass das super mal ist. Rein in die Möhre. Ja, mach mal durch hier. Das ganz immer. Getönte ja? Scheiben sind dabei. Alles klar. Mach mal die Möhre auf hier. Ja, kannst du auch reingucken? Ja. Nee, kann man nicht. Rein in die Möhre. Kann man nicht reingucken. Steve ist in Colorado geboren. Vor 15 Jahren. Okay. Und ja, ist schon ein bisschen älter. Ist ein ordentlicher Wummer geworden. Ne? Wie macht man das auf hier? Ich habe es noch nie aufgemacht. Siri, aufmachen. Funktioniert nicht. Komm, ich zeig dir das mal. Schau mal rein in die Möhre. Ja, guck dir mal die Bude an hier. Ist ein fetter Kofferraum. Passen noch ja? Ein paar Leute mit rein, so kannst du alles mitpacken, wenn du Band hast, irgendwie, keine Ahnung, Instrumente und so, passt alles rein. Hier kriegst du locker runtergezogen. Wenn du einen Braten machen willst, hier ist es heiß wie im Backofen. Sehr geil. Danach hat man hier direkt 3 Sitzreihen. Eine hier sitzt, hier sitzt ihr beide. Der Kev ist sogar drin dabei. Izzy, schaut mal hier vorne rein bei der Kati. Da ist die zweite Sitzreihe. Komm mal rein. Mach die Kati einfach die Tür zu. Das ist aber hier, das kann man nicht bringen. Sitze zum Runterklappen, hier ist Platz, wird das Ganze hochgeklappt. Ledersitze, Lederausstattung, alles ist dabei. Klima hinten, Klima ganz hinten, Klima vorne. Wie viel PS hat die Möhre? Der V8 Motor, 500 PS. Schauen wir mal ganz vorne rein, hier sitze sich auch ordentlich. Sie ist mit dabei, alles. Was ist das denn? Ein Lufterfrischer. Was? Das ist ein Lufterfrischer. Ich sag, alles ist mit dabei und sie kommt. Ihr müsst wissen, Steve hat am Anfang nach Zimt gerochen, als wir eingestiegen sind. Das sieht aber auch eklig aus, sieht schön aus. Das ist ein geiler Lufterfrischer. Jetzt riechen wir nach Totenkopfzeug hier. Ja, aber habt ihr schon mal so einen Lufterfrischer gesehen? Nein. Schön. Ist echt cool, ja. Der passt richtig zur Karte. Siehst du? Ja. Also, oh Moment mal, das war ein Lob. Das sieht voll scheiße aus, irgendwie, würde ich sagen. So, aber wir wollen gar nicht länger warten. Danke, dass du die ganze Zeit mein Laptop hältst. Ich bin auch fast fertig mit der Fahrzeugvorstellung, mein Lieber. Halt, ich hab ihn nicht. Ach so. Halt noch mal ganz kurz fest. Jetzt müssen wir natürlich noch mal ganz vorne reinschauen. Und ganz vorne meine ich, ja komm, einmal zeigen wir noch von vorne. Das ist das Ding. Boah, kann man machen. Ich würde mal sagen, all black fänden wir alle ein bisschen geiler. Das Ding war ich übrigens nicht, ist ein Mietwagen, ist bei jemand anderes. Aber das Ding ist auch riesig. Ist nicht so leicht mit dem Teil zu fahren, aber wenn man erstmal drin sitzt, erstmal fährt, LKW, 500 PS, V8 Motor, ist eigentlich ganz geil. Und so sieht das hier aus der Führerkabine sozusagen aus. So, und so fahren wir jetzt auf. Und zwar zum Sarazar, zum Walle, denn die haben hier irgendwo eine Villa, angeblich mit Pool, das soll ja ganz schön sein. Nee, gar nicht, stopp. Da vorne wollen wir noch was essen. So, Leute, wir sind jetzt hier da, wo wir eigentlich essen möchten. Da waren wir halt auch schon beim Kelly Chips. Das war so lecker, dass wir da unbedingt noch mal hin müssen. Aber wir haben vielleicht gar keinen Tisch da. Das müssen wir jetzt gerade erstmal checken. Habt ihr überhaupt Hunger? Ich hab übelst Hunger. Ja, da kommt eine Tür. Hallo! Hey! Wir werden doch nicht erschossen. Yay. Hallo! Na? Klar. Ja, ihr müsst aufpassen, hier sind viele Schnecken gewesen. Hallo! Hallo! Sehr gut. Ja. Moin. Ja. Sehr gut. Lang nicht gesehen. Gefällt dir soweit? Ja, nehme ich. Kannst du einziehen? Lass ihn mal rumgehen. Wassertemperatur noch nicht gecheckt, aber... Können wir auch einmal checken, pass auf. Oh, ist voll warm. Ist einfach sauwarm. Ja, deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Glaube ich auch.
Ja, ist doch in Ordnung. Ich muss gerade auch mal gucken. Nee, nee, alles klar. Ist super krass. Und wenn du hier mal anschaust, du kannst ja die Stadt nicht sehen. Da hinten ist Los Angeles, aber wegen dem Smog, siehst du es nicht. Ja. Sonst würdest du hier alles sehen. Smogmog hat eine Attacke gemacht. Ja? Ja. Und dann ist Folgendes hier entstanden. Ist einfach hier. Also, Los Angeles sieht schon cool aus von hier, muss ich sagen. Habt ihr euch sehr, sehr gut ausgewählt. Ist leider etwas neblig heute, aber... Aber normalerweise siehst du von hier aus die Stadt. Ja, ja, genau. Also normalerweise ist da eigentlich eine Stadt so. Ja. LA ist eigentlich zwar, also ja. So mit Köln nicht vergleichbar von der Stadt. Ja, natürlich. Ja, also. Aber ist schon fett. Ist die, ja. Hast du gerade Sachen in der Tasche? So Handy oder so? Ja, Handy auf jeden Fall. Nur weil es jetzt dunkel ist, heißt es nicht, dass wir nicht mehr in den Pool gehen, ne? Also, nee. Gehst kann du? Immer noch halten, ja. Gehst du? Ja. Okay, gehst also, du in den Pool? Ja. Ist für den Abend auch hier, ne? Ja, solltest du schon machen. Gehst du in den Pool? Wieder. Ha? Ich war vorhin schon. Sehr gut, dann gehst du nochmal. Gehst du? Ja. Perfekt. Pool dabei. Ha? Kommst du mit dem Pool? Kommst du mit dem Pool? Ich komme auf jeden Fall. Pool? Pool? Ich bin hier gerade nicht so unbedingt. Oh. Hier sind irgendwie tausende Zimmer und Masken. Können wir auch direkt mal einen aufziehen hier. So ein Ding. Leute. Pool? Ah, die habe ich schon gefragt. Pool? Ich bin absolut fasziniert, also wirklich. Ja, aber ob du in den Pool gehst? Natürlich. Auf geht's. In dieser fetten Villa, wo ihr morgen ja schon rausgeht wahrscheinlich, ne? Ja. Wir sehen uns aber wieder in Vegas. Das war's von uns. Leute, checkt die ganzen Kanäle aus, die Alchemisten sind dabei und anderen Daten. Alle Links sind unten drin in der Beschreibung. Wir sind gar nicht schwimmen. Deswegen machen wir das hier so aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bis morgen.